Komm mit auf die Weltmeisterparty von Claudia Krämer, wo sie mich in diesen wundervollen Android verwandelt. Das Kostüm war sogar tanztauglich und wog nur 2,1 Kilo. Claudia Krämer ist eine Bodypainting-Künstlerin und Schminkartistin aus Rostock. Und dieses Jahr hat sie zusammen mit ihrem Künstlerkollegen Enrico Lein in der Kategorie Team beim World Bodypainting Festival den ersten Platz für sich entschieden. Hier siehst du das Team mit dem Model Emé. Die hatte leider zur Party keine Zeit, also hatte sie mich gefragt. Und bei mir passte das zufällig an diesem Tag. Also machte ich ihr Modell für die Party. Wir starteten nachmittags, als noch niemand da war. Als erstes die Grundierung in Grün und Weiß mit den Verläufen. Über der Brust hatte ich Soft-Latex-Ornamente, die das Ganze noch mal ein bisschen mehr vom Detail aufbrachen. Nach der Vorzeichnung malte Claudia dann das Porträt als Hauptmotiv auf. Ich finde es immer super inspirierend, anderen Künstlern beim Malen zuzusehen. Deshalb musste ich auch diesmal wieder das ganze Painting mit aufnehmen und dokumentieren. Hier entstehen noch weitere Details. Zwei Frauen auf den Beinen, die mit Wurzeln verrankt sind. Nach und nach kamen dann die Gäste und bald auch die Hauptbox für das Kostüm. Hier siehst du sie ankommen. Boom. Und was drin war, siehst du dann später gleich. Der Hut war dann einfach zum Draufsetzen und als Schutz der Augenbrauen Vaselin. Dann konnte alles festgeklebt werden und die Übergangsnähte verblendet. Als nächstes folgte dann die Farbe, Airbrush-Weiß als Grundierung. Den Übergang zum Hals und am Kinn brushte sie mit Grün und um das Ganze im Gesicht zu modellieren, mit Lidschatten noch mehr Puder drauf. Ich finde es immer besonders cool, wie Claudia die Lippen gestaltet, die sie jetzt hier mit Wasserschminke vorzeichnet und dann mit metallischem Lidschatten nochmal einen Gloss-Finish gibt. Claudia ist eine wahre Meisterin der Details und so bekam ich überall kleine Blätter um die Augen herum. Dieses grüne Tiegelchen ist Wasserschminke. Und dann die riesengroßen Wimpern dran, die vor allem die Augen sehr groß erscheinen lassen. Mit der Airbrush-Farbe werden die Wimpern dann auch immer weiß, also hat Claudia sie einfach nochmal schwarz gemalt. Und jetzt kommt auch schon das erste Kostümteil aus der großen Kiste. Das sieht wie eine Art Rucksack aus und sollte auch eine ähnliche Funktion haben, die große Stange zu halten. Noch ein paar letzte Details, bis dann das obere Teil dran kommt. Besonders cool fand ich dieses Teil, das wie leuchtende Schläuche sich um den Körper gibt und den Brustkorb irgendwie nochmal betont. Also ich fand vor allem diese anatomische Wirkung des Kostüms ziemlich cool. Jetzt kommt hinten dieses Stangenteil, wo ganz viele leuchtende Schläuche mit Pflanzen rauskamen. Neben mir war dann noch eine lokale Make-up-Artistin und Bodypainterin aus Rostock und die malte und schminkte auch ganz fleißig die anderen Models. Es war eine richtig coole, kreative Jam. Hier gehen schon die ersten Schläuche. Normalerweise muss ich ja immer ins Licht schauen, aber bei diesem Kostüm war es ganz anders. Je nach Drehung und Blickwinkel sah es alles anders aus. Das Licht selbst ging also vom Kostüm aus und nicht von außen. So gab es ziemlich dramatische Bilder. Dann bekam ich noch Armschienen wie eine Rüstung
und zuletzt meine High Heels Schuhe. Die Hände wurden auch wie die Rüstung ganz silber gemahlen. Bei der Party waren ein paar coole Fotografen da und da konnte es auch dann schon losgehen mit dem Fotoshooting in dem kleinen Set. Dann bin ich noch mit meiner DJ Pocket Mini-Kamera ein bisschen rumgegangen. Das kleine Set, was bunt mit Licht angestrahlt war, mit den Fotografen zum kleinen Fotoshooting. Die Lichter von dem Kostüm sind ganz besonders. Sie sind animiert von Claudias Mann, Robert. Und also wie findest du dieses Kostüm, das sehr galaktisch aussieht und sehr aufwendig in der Vorproduktion für Claudia war? Also auch viel technisches Know-how war nötig, um dieses Kunstwerk zu kreieren. Es heißt übrigens auch, dass das dieses Jahr das letzte World Body Painting Festival, also die letzte WM, nach 25 Jahren gewesen ist. Und somit wird Claudia zeitlebens Weltmeister in dieser Teamkategorie bleiben. Ich hatte dieses Jahr meine aufwendigen Kalenderprojekte, weshalb ich es leider nicht geschafft hatte, runterzufahren, aber dafür ganz viele andere Dinge gemacht hatte. Und so konnte ich noch ein bisschen WM-Feeling an dem Abend mit den tollen Gästen genießen. Im Anschnitt links siehst du den Monitor, wo die Präsentation beim World Body Painting Festival in Schleife lief. Dazu gab es eine Bar hinten, wo dann die Leute trinken konnten und das sozusagen den Abend genießen. Auf der Party war ich dann noch kurz live und ich zeig dir noch ein paar Ausschnitte von meinen neuen Freunden. Hallo! WM-Party bei Claudia. In Rostock. Live. Mama! Don't disturb me, I'm in the process of making art. Wir hatten dort auch richtig schöne Deko-Poster, wie du siehst, an der Tür zum Ausgang. Und diesmal tat ich mir auch richtig schwer, das Painting abzuwaschen, weil es einfach so schöne Motive drauf waren. Aber natürlich fühlst du dich abgewaschen, sauber, aus der Dusche, viel wohler wieder.
Und dann ging es auch schon am nächsten Tag von Rostock wieder nach Hause und ich konnte ein bisschen auf der Fahrt im Zug schlafen, weil ich ziemlich übermüdet war. Also ich hoffe, es hat dir wieder gefallen und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann, deine Julie.